Ein Kind erstochen, mutmaßlich von zwei anderen Kindern. In Freudenberg ist die Fassungslosigkeit angesichts des schrecklichen Verbrechens überall spürbar. Doch wie geht es weiter mit den 12 und 13 Jahre alten Mädchen? Der gesetzliche Rahmen ist da klar. Im Paragraph 19 des Strafgesetzbuches heißt es: Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht 14 Jahre alt ist. Bis zum 14. Geburtstag ist man also nach dem Gesetz Kind und kann nicht strafrechtlich belangt werden. Bis zum 18. Geburtstag ist man Jugendlicher und bedingt strafmündig. Die volle Strafmündigkeit tritt erst mit dem 18. Geburtstag ein. Es hat Gründe dafür, dass wir sagen, wir gehen mit jungen Menschen anders um als mit Älteren. Wir sperren sie nicht einfach weg. Möglicherweise ist es Aufgabe des Gesetzgebers zu gucken, ob der Entwicklungsstand von Kindern und Jugendlichen heute anders ist als vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Und es deshalb Gründe gibt, darüber nachzudenken, ob man das ändern muss oder nicht. Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl der tatverdächtigen Kinder in Nordrhein-Westfalen gegenüber dem Vorjahr um rund 41% auf fast 21.000. Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Wie können wir als Gesellschaft damit umgehen, wenn Kinder zu Tätern werden? Das ist in der Tat eine Information, die einem ja wirklich den Boden unter den Füßen wegreißen kann und einem auch die Sprache verschlagen kann, weil das einfach nochmal eine ganz neue Dimension und eine andere Dimension, über die man nicht eigentlich nachdenken möchte, aufwirft. Und ich finde dann in der Tat wichtig, genau dieses auch so zu benennen. Die beiden mutmaßlichen Täterinnen aus Freudenberg sind derzeit unter Aufsicht des Jugendamtes. Schauen wir auf möglicherweise aktuelle neue Informationen mit Ulf Priester vor dem Kreishaus Siegen-Wittgenstein. Eine offene Frage zur Tat selbst gab es ja noch. Das ist die Tatwaffe. Gibt es da Neues? Das ist leider noch nicht geklärt. Ich habe aus Polizeikreisen gehört, dass die gestrige Suche wohl nichts ergeben habe. Aber ich habe gerade eben noch mal mit dem Staatsanwalt in Koblenz telefoniert und der konnte mir das offiziell nicht bestätigen. Was auch daran liegt, dass der Fall im Moment gerade von der Staatsanwaltschaft Koblenz hier zur Staatsanwaltschaft nach Siegen transferiert wird. Er sagte, durch diese Umstände kann es auch sein, dass morgen da zuerst eine offizielle Info rausgeht. Wir wissen, dass die beiden Mädchen sich nicht vor Gericht verantworten müssen, weil sie zu jung sind. Das haben wir jetzt klar. Was passiert denn ansonsten mit ihnen? Ja, das Kreisjugendamt, wie gerade im Beitrag erklärt, hat jetzt die Aufsicht darüber. Die Polizei sagte ja gestern, in Obhutnahme hätte stattgefunden. Das ist aber ein juristischer Begriff und dazu hätte es einen gerichtlichen Beschluss geben müssen von einem Familiengericht, was dann das Sorgerecht den Eltern entziehen würde. Aber nach unseren Informationen ist das hier nicht der Fall. Bisher wurden die beiden Mädchen aus der Familie herausgeholt. Die sind gerade nicht in der Familie, aber mit Einverständnis der Eltern. Also deswegen keine juristische Inobhutnahme. Aber jetzt über weitere Schritte wird natürlich auch mit den Eltern gesprochen. Und das Kreisjugendamt hat betont, dass die Eltern auch noch wichtig sind, weil es eben erst 12- und 13-Jährige sind. Und da die Eltern auch eine wichtige Rolle spielen, um den Kindern jetzt Unterstützung zu geben. Und was aber auch klar ist, es wird nicht mit Unterstützung nur gehen, sondern es wird um was Psychiatrisches gehen. Und ob das letztendlich ambulant in einer Klinik irgendwo stattfindet, das wird jetzt von Schritt zu Schritt entschieden. Klar ist, die beiden Mädchen gehen aktuell auch nicht in ihre bisherige Schule. Ulf Priester, Dankeschön nach Siegen für die aktuellen Informationen.